Auf jeden anderen Job wird man vorbereitet. Für jeden anderen Job macht man eine Ausbildung. Es gibt keinen Ausbildungsberuf, Politik. Jetzt ja. Und das ist ja das, was wir eben anbieten wollen. Zu gucken über einen längeren Zeitraum, wie funktioniert das eigentlich? Und dann zu entscheiden, ja, das könnte was für mich sein. Letztlich entscheiden immer natürlich Parteistrukturen und dann auch Wählerinnen und Wähler. Aber Politik ist auch Handwerk und Handwerk kann man lernen. Und das ist ja das, was wir weitergeben wollen. Und wir reden weiter über die Kunst der Rede mit dem Kommunikationscoach Dr. Christoph Schwab. Wir haben, wenn wir hier über politische Rede, Auftreten vor Öffentlichkeit und sowas reden, im Moment eine Lichtgestalt, das ist Barack Obama. Werden wir auch später wieder im Programm haben mit seinem heutigen Auftritt in Moskau. Was können wir von Obama lernen? Der macht es sehr souverän, ne? Der macht es absolut souverän. Und wenn man mal so ein paar hundert Jahre zurückgeht, 50 Jahre vor Christus, das war Cicero, überzeugen, unterhalten, gewinnen und Gefühle bei den Menschen erreichen. Und für mich ist Obama eigentlich der Cicero der Neuzeit. Alles das beherrscht er, alles das macht er und vor allen Dingen er macht eins. Er geht auf Menschen ein, er nimmt Menschen mit. Und unsere Politiker leider sind zu sehr auf ihre Ich-Projektionen bezogen bei uns. Und er macht das absolut perfekt. Er hat so mit Angela Merkel gemacht. Er hat sie wertgeschätzt. Zuerst hier in Berlin, jetzt in Washington noch mehr. Und ist dann auf seine kleinen Herausforderungen eingegangen. Aber sind da so ein paar Sachen dabei, da würde ich sagen, die kannst du nicht lernen. Wie der Auftritt, dieser Schlacks, wie er in der Menge winkt, wie er einfach sympathisch wirkt, das kann man doch nicht antrainieren. Also Obama hat natürlich ein extrem gutes Kommunikationsteam um sich, um David Axelrod. Er ist ein fantastischer Coach. Er stellt sich immer wieder zurück und er führt ihn und Obama macht es auch. Er hört zu und er ist einfach da, jetzt was er in Russland gemacht hat, gestern, heute Morgen haben wir es gesehen, einfach fantastisch, wie er den Medvedev, der ja sehr hölzern daherkommt, einfach auch wertschätzt und versucht, ihn auf gleiche Augenhöhe mit Amerika zu bringen. Einfach genial. Ja, aber nochmal, ist das für unsere Politiker einstudierbar? Wäre da die Blanko-Vorlage, wo man sagt, macht es so, dann macht das richtig? Wenn ich mich in die Hände eines Coaches bewegen würde und das auch sehen würde, dann würde das 100% funktionieren, wenn ich es wirklich will. Denn es sind ja einfache Dinge. Zuhören, reinhören und die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Sie möchten ja mitgenommen werden. Das tun sie aber nicht, die Politiker, in vielen Fällen. Ganz kurz noch das eine. Was müssten die Politiker grundsätzlich ändern, wenn sie Reden halten? Was wollte in Zukunft ein fester Bestandteil jeder Rede sein? Wenn sie eine große Rede sein Kurzer, sollen. Knapper, bildhafte Sprache, sehr schöne, einfache Sprache. Das alles muss einfach sein. Gregor Gysi hat es vorhin gesagt, die Verkäuferin sitzt zu Hause nach 8 Stunden. Die versteht uns nicht. Und die Bürger möchten endlich gesagt bekommen, wie es wirklich um uns steht. Und das tut ja keiner aus Wahlproporzgründen oder aus welchen Gründen auch immer. Und da ich erinnere nur an die große Ruckrede von Roman Herzog am 26.04.97, vielleicht kennt die noch irgendwer. Ja, klar. Da hat er wirklich gesagt, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewonnenen Besitzständen. Alle sind angesprochen und alle müssen Opfer bringen. Und das macht ja heute kein Politiker. Christoph Schwab, recht herzlichen Dank. Das war sehr erhellend und interessant, was Sie zum Thema politische Rede in Deutschland gesagt haben. Danke. Herzlichen Dank.